Jeder Minecraft-Spieler sucht in seiner Welt nach Ressourcen und eine am Anfang ist besonders wichtig, und zwar Holz. Deshalb ist diese ganze Fläche hier auch kein Wald mehr. Doch damit dauernd hier rüberfliegen und Bäume farmen auf die Nerven geht, bauen wir heute eine Baumfarm. Das Ganze habe ich bereits schon in der ersten Folge erwähnt und jetzt ist es Folge, keine Ahnung was, und endlich wird es in die Tat umgesetzt. Am Ende werden wir das Ganze auf jeden Fall noch testen und dann würde ich sagen, sammeln wir erstmal die Materialien. 216 Baublöcke, 48 Oak Logs, eigentlich brauche ich Spruce Logs, ich hoffe, das nimmt sich nichts. 78 Redstone Dust, 26 und somit ein Glas zu wenig. 21 Slabs, 12 Kisten, 9 Redstone-Fackeln. Da kommt besonders, dass Baublock nicht so gut aussieht und ich sowieso Cleanstone für Repeater und Comparator brauche, baue ich jetzt erst nochmal einen Teppichduplizierer und schließe daran dann jede Menge Öfen an, die somit dann die ganze Zeit laufen können und mir meinen Stuff somit richtig schnell durchschmelzen können. Kannst einfach hier in den Berg weiter reinbauen, oder? Okay. Okay, geil. Ich glaube, ich habe es eins zu weit vorne gebaut. Das Tutorial ist, by the way, von The Masterminer. Link ist in der Videobeschreibung. Das muss natürlich alles irgendwo reinfallen, was es dann in die Öfen schiebt. Das heißt, alles kommt auf diesen Block runter. Und hier kommt dann ein Trichter hin, der in die Öfen führt. So, okay. Das heißt, wir brauchen Hopper und Öfen. Zack. Zack, gehen die oberen Hopper immer in den nächsten Block, dass das dann hoffentlich alle füllt. Oh, jo, ich schieß da drüber. Das wollen wir nicht. Dann machen wir das nochmal höher. Ja, und es füllt beide. Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Genauso wollen wir das. Und dann ist es jetzt an der Zeit, Öfen zu craften und jede Menge Hopper zu craften. So, dann placen wir mal ein paar Öfen. Ja, jetzt habe ich ein paar Öfen zu viel. Ich glaube, hier will ich so, dass es anfängt. Hier kommt dann die Kiste hin, wo es alles reinläuft. Nein, der ganze Sand ist weg. No. Muss ich gerade nochmal Sand holen gehen. Dann mache ich jetzt erstmal die Materialien fertig. 8 Repeater, 7 Stairs und natürlich brauche ich mehr Holz. 7 Hopper, 6 Pistons, 5 Observer, 3 Dropper, 2 Signs, 2 Lever, eine Tür. Ein Sand. Dann haben wir hier noch 2 Wassereimer. Ein TNT. Da neben dem Ganzen, was wir schon geholt haben, auch noch 73 Sticky Pistons auf der Liste stehen, gehe ich mal schnell rüber in den Sumpf und hole ein paar Schleimbälle. Denn ohne die wären die Pistons nicht sticky. Damit haben wir schon mal 35 Sticky Pistons. Und dreimal könnt ihr raten, wieso wir jetzt nicht mehr machen können. Genau, ich habe nicht genug Cobblestone im Inventar. Und jetzt liegt es natürlich wieder am Holz, genau. 73 Sticky Pistons. Und natürlich noch das eine Glas. Außerdem habe ich jetzt noch einen Dispenser, einen Noteblock, eine Steinwand und einen Redstone Comparator. Und natürlich noch die obligatorischen 64 Dirt. Also schnappen wir uns mal die Schalker und bauen das Ganze mal hier auf die Ebene. Ich denke, das sollte genug Fläche sein hier. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen was flach machen, aber das ist ja kein Problem. Okay, dann fangen wir mal an. Alright, dieses Riesending hinter mir ist jetzt soweit fertig. Und dann würde ich sagen, ist es Zeit, das Ganze zu testen. Und davor brauche ich allerdings noch ein bisschen Bone Meal. Also gucke ich mal, wo ich ein paar Knochen finde. Natürlich brauche ich auch noch Saplings. Oh, das ist nicht so viel Bone Meal. Da muss ich mich gerade mal um noch ein bisschen mehr kümmern. Zum Glück habe ich eine Wither Skelet Farm, denn Wither Skelette droppen auch ziemlich viele Knochen. Ja, damn, das waren vielleicht 5 Minuten oder so. Und wir haben noch 9 von den Köpfen. So, ich denke mal, das ganze Baumehl reicht jetzt für eine Weile. Dann machen wir die Maschine mal an. Und dann gehen wir mal hier rein. Tür zu. Und hier Rechtsklick halten. Das sieht gut aus. Oh mein Gott, Bro. Es leckt. Digga, es leckt richtig krass. Es leckt richtig krank. Also, dann warten wir mal kurz so 2-3 Minuten. Und dann gucken wir mal, was da rausgekommen ist. Ein Pluspunkt auf jeden Fall. Wir haben uns noch nicht selbst in die Luft gesprengt. Das ist schon mal gut.
Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, wie viel da rausgekommen ist. Da oben sind ein paar Blätter. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Aber das Ding steht noch. Oh, und wir haben auch mehr Setzlinge rausbekommen, als wir reingesteckt haben. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt die große Frage, wie viel Holz haben wir hier? Bitte was? Bitte was? Digga, wie viel? Oh mein Gott, ist das Ding krass. Das heißt, das Einzige, was wir da jetzt nur noch brauchen, ist eine Bone Meal Farm, die wir da anschließen. Und dann... Hui, Digga. Hui. Digga, das ist... Also, die Bone Meal Farm ist eine Sache für die nächste Episode. Aber das ist jetzt so das Letzte, was unserer ultimativen Holzproduktion im Weg steht. Echt krankes Ding. Das Tutorial ist von Schalkercraft, falls ihr es nachbauen wollt. Und das Design ist von Occult Gent. Ich glaube, so spricht man es aus ungefähr. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also, checkt die gerne aus. Und lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Ciao.